Ich möchte euch heute mein selbstgebautes Bergwerk vorstellen. Oben sind Fabrikgebäude mit Bausätzen. Der Förderturm. Der Schacht mit der ersten Sohle. Hinten der Blindschacht. Wird gerade weiter abgetäuft. Dort ist der Eingang zum Streb, dort wo die Kohle gefördert wird. In Wirklichkeit ist der Streb nicht beleuchtet, sondern nur die Leuchten der Bergleute, die Kopflampen. Ein paar Bergleuten habe ich die Kopflampen gegeben. Aber zur besseren Gestaltung habe ich den Streb beleuchtet. Dort wird die Kohle abgebaut, die rutscht dann im Muldenrutschen hinunter und wird unten verladen. Der Zug mit den Hunden. Diese werden dann in den Förderkorb geladen und nach oben ans Tageslicht gebracht und dort gereinigt und weiterverarbeitet bzw. verkauft. Das Ganze habe ich mit Streichhölzern, Schaschlikstäben und anderes Material gebaut. Ist in einem Schrank verbaut von ca. 1 Meter auf 80 mit Unterschrank ca. 2 Meter hoch. Ich hoffe, es gefällt euch.